Und wieder zurück bei Mittelerde. Wir haben hier noch eine Nazgul-Mission. Also sie heißen eigentlich nicht Nazgul-Mission. Eigentlich sind es Missionen von... wie hieß sie? Mit C irgendwas, glaube ich. Okay. Wohin? Der Nazgul hält einige deiner Gefolgsleute gefangen. Wieder mal. Wir müssen sie retten. Solch Ergebenheit für ein paar Orks. Darum geht's nicht. Wenn ich sie im Stich lasse, haben alle das Gefühl, dass sie im Stich gelassen werden. Ich weiß. Halt ihn los. Sie wollten mich ritualisieren. Rette mich, ich will Rache. So. Die Kreise hätten mich bald umgebracht. Schließe dich unserer Armee an und diene dem nächsten König. Nein. Oh, es sind mehrere. Verdammt. Cargo-Rudel, eiserne Wille. Nein. Urkalmar. Also eine Wille. Letzter Befehl, was ist das denn? Entzünd Orks, wenn er stirbt, macht dich bereits einen wütenden. Okay. Das ist gar nicht gut. Wow. Nein! Hä? Das hat mich jetzt total irritiert. Na gut. Ich gab dir den Ring aus gutem Grund, Talion. Diese Spinne, ne? Tariel. Dann sneakt er sich einfach ran. Ach, ärgerlich. So ärgerlich. Der Nazgul hält einige deiner Gefolgsleute gefangen. Ja. Wir müssen sie retten. Solch Ergebenheit für ein paar Orks. Wenn wir nachher so oder so gegen alle kämpfen müssen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich hier... Ich kann mich nicht entscheiden. Trink! Fühlst dich stark jetzt, ne? Sie hätten mich fast geopfert, Herr! Ritualisieren!
Schließe dich unserer Armee an und diene dem Hexenkönig. Wie wär's mit Nein? Und wieder die gleichen? Schade. Der Hexenkönig ist ein wahrer Meister. Nein, ich. Nein, will ich verschleichen. Gleich Todesstöße. Ende hier. Du wirst dich den Hexenkönig beugen. Du kannst den Hexenkönig nicht töten. Ich kann es versuchen. Nein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist es in der Tat. So, und jetzt töten wir den letzten Trottel, der sich gegen mich wendet. Ein Narr. Diesem einsamen Kampf folgt ein einsamer Tod. Nö, ich anders. Da. Unsere Armee bleibt stark und wir sind dem Blick der Nazgul beinahe entronnen. Doch noch sind sie nicht geschlagen. Solange sie dort draußen sind, sind wir nicht sicher. Vor allem du nicht. Der wollte mir meine Nekromanten nehmen. Geht ja wohl gar nicht. Okay. Oh, jetzt kann ich... Das ist ja cool. Unsere Gefolgsleute sind gerettet und die Hädie sind sicher. Die Macht der Nazgul ist geschwächt. Ist gut. Also Bruce ist eine Matschbirne, ne? Der... Es ist so stabil wie nix. Haben wir hier. Ja. Zoffer zu erreichen und zu beherrschen. Das ist natürlich gut. Und dennoch bleibt dieses bedrohliche Gefühl. Ja, das ist natürlich gut, wollte ich gerade sagen. Wenn
einer gerade geschwächt ist, ein Hauptmann, den ich will, dann kann ich einfach zack hin, ihn greifen und habe ich das Problem nicht mehr. Okay. Hier ist immer noch stark verteidigt, gut gefestigt. Venus Morgul als nächstes. Mhm. Will ich wirklich Venus Morgul? Nee. Was anderes. Ich greife meine Festung an. Mal gucken, ob ich was Gutes aus dem Paket rauskriege und ob ich das überhaupt schaffe, natürlich. Und das Coole ist, ich kann hier meinen Nekromanten mitnehmen. Mein Gott, jetzt hat mir das Wort gefehlt. Den Nekromanten will ich mitnehmen. Ich will mal eine Online-Eroberung machen. Schnapp mir eine Festung, eine Festung, eine Festung. Mhm. Ja, so. Plus 10%. Ja, ich kann. Eine Freundschaftseroberung könnte ich natürlich von anderen. Oder. Oh, ich kann meine eigene angreifen. Ist ja cool. Belagerungsverbesserung, natürlich nehmen wir noch was mit. Wo ist er? Ihn. Ah, dass wir ihn mitnehmen. Er hatte noch Orlox dabei. Giftige Belagerungsbestie, feurige. Muss ich vielleicht noch Sprengmeister mitnehmen für die Tore, ne? Also gut, wir nehmen Sprengmeister mit, damit wir die Tore passieren können. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel, aber trotzdem, wir machen es mal. Einfach weil es cool ist. Mitglied ersetzen. Durch wen will ich den ersetzen? Immer gut, einen großen dabei zu haben. Ne, wir nehmen das hier. Starten. Wir nehmen sie ein, die Festung. Ich bin viel zu stark eigentlich dafür. Der hat nur 3 Verteidigungsleute. Ich komme hier mit 6 Mann an. Einer davon ist ein Nekromant. Die anderen haben Truppenunterstützung bis zum Bach. Runter und wieder hoch. Ach, herrlich. Bisschen töten. Schadet nicht. Ein bisschen Kriegsbeute tut uns gut. Die haben da einen Graug aufgehangen, ne? An der Pforte. An der Tür. Ich armer Tor. Auf sie!
Sehr schön. Sehr schön, Jungs. Und die Toten erwachen, es ist so herrlich. Deine Verstärkung. Mach nur. Vergiftet. Meins. Holt nonstop Verbündete oder was macht denn der? Jawohl. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Töten wir den hier drin. Der Grabwandler, der Mensch, der ganz Mordor erobern will. Die wahre Schlacht wird doch vor den Mauern von Barad-dûr ausgetragen. Was willst du mit dieser Festung? Ar-Karor. Okay. Pusht vor Karagor, er leitet Schaden durch, Hinrichtungen. Hat er für Stärken, Minenbomben. Okay. Sie ist nur ein Trittstein.
Das ging ja fix. Gut. Wir sehen, ich bin natürlich überhaupt noch nirgendwo hier, ne? Dass ich da irgendwie was Hohes kriegen würde. Aber ich hatte jetzt einfach Bock. Einfach Bock, was zu erobern. Dann dürstet es mich langsam nach dem Wissen, was Kankra eigentlich genau wollte. Und in dem Gebiet, wo wir die letzte Info kriegen, ist für mich auch noch wichtig, die Festung langsam, aber sicher einzunehmen. Ja, ordentlich was gekriegt. Ja, ging mega zackig. Wir donnern hier hin. Und zwar hier hin. Lassen die Zeit verstreichen. So, das heißt, in der nächsten Folge finden wir heraus, was Kankra und Sauron für eine gemeinsame Vergangenheit haben. Wir finden wahrscheinlich auch heraus, ob Kankra wirklich so böse oder wirklich so gut ist, wie die einen vielleicht meinen oder die anderen halt eben meinen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kankra nichtsdestotrotz probiert, ein Gleichgewicht in Mittelerde herzustellen und nicht darauf versessen ist, selber die Herrscherin über alles zu sein. Natürlich schwierig. Sauron und Saruman. Gut, das finden wir raus in der nächsten Folge. Mal schauen. Bin gespannt. Freue mich drauf. Bis dann.